Hallöchen, meine Damen und Herren. Ich habe Follow Recall mittlerweile seit fast 2 Monaten aus. Es gab bereits 2 Videos von mir zu Follow Recall. Einmal, dass man es testen soll, dann einmal mein Fazit nach 5 Monaten. Und jetzt kommt nach fast 12 Monaten mein Endfazit zu Follow Recall und auch der Grund oder die Gründe, warum ich es jetzt ausgeschaltet habe. Let's go! So, willkommen, du bist Kandidat. Gewinnen wir die Runde, bekommst du 100 Euro. Sag mal was. Nee. Viele von euch, die erst dieses Jahr auf mich gestoßen sind, kennen mein Gameplay von YouTube wie auch von Twitch mit Follow Recall. Für mich war diese Option perfekt, um das Sprayen wieder zu erlernen. Ich habe während CSGO nicht gesprayt, habe nur getappt. Das letzte Mal, dass ich wirklich oft und gut gesprayt habe, war noch zu Counter-Strike Source-Zeiten. Damals habe ich sehr ambitioniert gespielt, das ist mittlerweile auch über 15 Jahre her. Dann ist man älter geworden, der Fokus hat sich verlagert auf andere Spiele oder auf andere Punkte in einem Spiel. Durch YouTube und Twitch auf die Unterhaltung und nicht mehr so auf den Skill. Und darum habe ich meinen Playstyle komplett verändert und habe während Go nicht mehr gesprayt. Ich habe also circa 10 Jahre lang nicht gesprayt, sondern einfach nur getappt, meine One-Shots gemacht und so weiter und so fort. Dann kam CS2, Follow Recall ist möglich und siehe da, dadurch bin ich wieder ins Sprayen reingekommen. Einfach weil ich sehen konnte, was ich gerade mache, also wohin die Kugeln im Moment fliegen. Somit konnte ich direkt korrigieren und habe mich einfach auch wieder konfidenter, sicherer in meinem Spray gefühlt. Immer wenn ich während CSGO in einen Spray geraten bin, mehr oder weniger aus Versehen oder weil ich halt dann doch dachte, ja komm, und der Gegner nicht instantly tot war, habe ich immer so leicht gepanickt und habe alles komplett verschissen. Diese Sicherheit beim Sprayen hat mir Follow Recall wiedergegeben und dadurch spraye ich jetzt wieder deutlich mehr oder halt überhaupt wieder. Ich habe mit diesem Follow Recall Feature circa 10 Monate gespielt und die letzten 2 bis 3 Monate davon haben mir meine Zuschauer immer wieder gesagt, jetzt mach's doch endlich aus. Du sprayst doch, du bist doch jetzt wieder drin, mach's doch aus, es muss ins Feeling übergehen und so weiter und so fort. Und ich habe mich anfangs dagegen gesträubt. Dann kamen einige Kommentare, die in die Richtung gehen, dass mich dieses Follow Recall verunsichern würde. Und das war kurz merkwürdig, weil ich habe es ja extra angemacht, damit ich nicht verunsichert bin, sondern schön mit einer gewissen Sicherheit in meinem Spray drin bin. Ich habe aber dann in den folgenden Tagen, also in den folgenden Livestreams und auch Videoaufnahmen, darauf geachtet, wie ich so agiere, während ich spraye. Und tatsächlich brachte Follow Recall in diesem Moment 2 Nachteile mit sich, die davor Vorteile waren. Und diese 2 Nachteile, also die Gründe, warum ich jetzt Follow Recall wieder ausgeschaltet habe, sind folgende. Erstens, ich sehe, wohin ich spraye. Ich sehe also auch ganz genau, wohin ich im Moment nicht treffe und überkorrigiere dann ganz flott mal. Ich sehe, oh, ich bin wirklich sehr, sehr off. Ich muss gut rüberziehen, werte in dem Moment aber nur die Optik aus, das, was ich sehe, und überkorrigiere darum, weil es nicht im Feeling ist, sondern in den Augen. Ich sehe einfach, oh, ich bin sehr weit links oben, muss ich aber ein bisschen nach unten rechts ziehen. Und dadurch, dass du dann in den nächsten Frames direkt siehst, wohin du jetzt dann wieder schießt, ein bisschen weiter, zu weit rechts zum Beispiel, dann fängst du an rumzuwackeln, weil du ständig optisch nachkorrigieren möchtest. Aber ein Spray sollte nicht nach der Optik gehen. Was natürlich auch vollkommen klar ist, das weiß jeder, das ist kein Geheimnis, dass ein Spray im Gefühl sein soll und dass man nicht irgendwie akribisch gucken soll, ah okay, der Schuss ging einen Millimeter nach da und hin und her. Du hast die Spray-Pattern nach x-mal irgendwann im Feeling und kannst dann besser sanft dagegen lenken. Aber weil du mit Follow Recall immer genau siehst, wie weit du mitunter daneben bist, überkorrigierst du auch, womöglich. Der Hang dazu ist zumindest größer. Das ist Nachteil Nummer 1. Wie gesagt, das ist eigentlich auch ein Vorteil für jemand, der gar nicht sprayen kann. So kannst du optisch genau sehen, wie ein Spray-Pattern überhaupt geht. Das Pattern ist so und du siehst es bei jedem Spray aufs Neue. Und du musst doch nicht die Augen zusammenpetzen und genau schauen, wo im Hintergrund die Kugeln entschlagen oder so ein Scheiß. Du siehst instantly, ah ja, dahin springt mein Fadenkreuz, so ungefähr sieht das Pattern aus. Okay, und dann kann man sich das einprägen. Vorteil. Wenn es dann langsam eingeprägt ist, sollte man Follow Recall dann auch langsam wieder ausmachen, weil es sonst zum eben erwähnten Nachteil kommt. Und der 2. Nachteil, der ist gerade bei jemandem, der das Ganze halt filmt oder streamt, sicherlich noch etwas größer, aber trotzdem auch auf jeden Fall ein vorhandener Nachteil, wenn man das einfach nur für sich spielt. Und zwar siehst ja nicht nur du, wohin du schießt, sondern auch alle, die dir zugucken. Wir gehen mal davon aus, du streamst nicht, sondern spielst einfach mit deinen Mates, du bist der letzte Überlebende und die Jungs gucken dir alle zu. Und mit diesem Follow Recall wird richtig schön für alle ganz dick und fett gezeigt, wie beschissen dein Spray ist. Weil du exakt siehst das Fadenkreuz, wie es immer daneben ist. Wenn du Follow Recall nicht anhast, dann ist es so plus minus, ja gut, komm, ich habe nicht genau hingeguckt, wo ist der Schuss gerade hingegangen, weiß ich nicht. Dann ist es rein vom Feeling her nur noch halb so schlimm, selbst wenn du mal ein Spray verkackst, weil man es ja sowieso nicht so perfekt sieht. Aber mit Follow Recall ist so, als würdest du deinem schlechten Spray auch noch so Neonlichter hinzufügen, dass du genau siehst, wie scheiße du bist. Das sehen deine Mates und das weißt du und das fühlt sich vielleicht nicht so nice an und wie gesagt, dann kommt wieder Nachteil 1, du selbst siehst es auch und überkorrigierst dann vielleicht. Und in meinem Fall als Creator sehen das eben auch meine Zuschauer. Und wenn ich dann 111 Leute im Nacken habe, die mir gerade zugucken und ich verhau meinen Spray so dermaßen ekelhaft und ich habe Follow Recall an und jeder kann genau sehen, wie es richtig scheiße läuft, dann
dann ist das ein bisschen blöd. Also nicht so richtig, richtig. Ich stream schon ewig, ich spiele schon ewig auch nicht gut und seit ewigen Zeiten sehen das viele Leute. Also es macht mir jetzt nicht so viel aus. Aber trotzdem ist dieser Punkt auf fast nichts minimiert, wenn du Follow Recoil ausmachst. Weil, ja, du sprayst halt irgendwo hin und jemand, der wirklich gut sprayen kann, der weiß auch genau, ah, das ist nicht ganz drauf, aber so, man sieht es nicht so krass. Und das hört sich jetzt so ein bisschen lullimäßig an, aber Counter-Strike hat ganz, ganz viel mit Confidence zu tun. Und wenn du dir selbst deine Sicherheit nimmst, weil du deine Schwächen zum Beispiel highlightest, dann hast du ja noch weniger Confidence drin und dann bist du halt auch noch kackiger. Das typische Beispiel sind auch neue Zuschauer, die können so gut sein, wie sie wollen, die sind das erste Mal bei mir mit dabei, spielen mit mir zusammen und sind einfach ein bisschen aufgeregt. Und wie gesagt, du kannst so routiniert reinballern, wie du willst. Wenn du aufgeregt bist und weißt, oh, da ist vielleicht jemand, den du magst, dessen Content du gerne guckst, oder es sind viele von ihm dabei, die auch gerade genau gucken, du bist der letzte Überlebende. Es ist sehr viel Druck auf deinen Schultern und dann verkackt man eben. Also nicht grundsätzlich, aber es ist eben dann einfacher, aufgrund von Aufgeregtheit zu verkacken. Und wie gesagt, das bringt Follow Recoil eben auch mit sich. Es highlightet deine Fehler im Besonderen. Ja, und aus diesen beiden Gründen, die sich natürlich auch halt vermischen. Also der zweite verstärkt den ersten Punkt. Du siehst, wie krass du daneben schießt und weißt, oh mein Gott, meine Mates sehen das auch, ich muss korrigieren, und dann korrigierst du halt so krass. Wegen diesen Sachen habe ich Follow Recoil wieder ausgemacht, auch weil mein Chat gesagt hat, du brauchst es doch gar nicht mehr. Du weißt doch jetzt, wie die Pattern sind, du hast es im Feeling, ich habe es ausgemacht und ich weiß noch, ich habe danach direkt eine Runde Anubis gespielt und ich glaube, dass zwei danach noch, und es lief wirklich, wirklich gut. Ich bin dann mit voller Absicht auf die Sprays gegangen und es war vor allem die ersten paar Runden so ein bisschen wie verzaubert. Ich habe ja plötzlich nicht mehr gesehen, wohin ich spraye, ich habe es nur noch gefühlt und es ging sehr, sehr gut und es hat sich gut angefühlt. Und dieses möglicherweise Überkorrigieren war auch sofort weg. Ohne Follow Recoil hörst du vor allem auch viel früher auf mit dem Sprayen, weil du denkst, mit Follow Recoil, du kannst doch irgendwie korrigieren, du siehst ja wohin, ich bleibe im Sprayen, versuch einfach noch gerade zu ziehen. Nein, du hörst einfach kurz auf und fängst dann wieder an. Das ist meistens sowieso die bessere Wahl, gerade wenn du auf eine gewisse Entfernung sprayst. Nicht, wenn man sich direkt gegenübersteht, dann sollte man natürlich durchziehen. Aber wenn du auf jemanden etwas weiter weg sprayst und du merkst, es läuft nicht so richtig, dann kann es auch sein, dass Follow Recoil dir falsches Vertrauen gibt, weil du glaubst, du siehst ja, wohin du schießt, also du kannst es irgendwie noch während du schießt korrigieren, aber besser ist es, kurz aufhören, neu ausrichten und dann weiter. Jetzt spiele ich, wie gesagt, mittlerweile fast 2 Monate am Stück ohne Follow Recoil und ich würde behaupten, dass mein Spray nochmal um ein gutes Stück besser geworden ist und ich mich auch noch besser dabei fühle. Es ist aber auch nicht so, als hätte ich mich mit Follow Recoil schlecht gefühlt, aber es fühlt sich jetzt einfach besser an. Natürlich bin ich jetzt nicht der absolute Profi und treffe jetzt jedes Spray. Ich verhämmer auch nach wie vor einfach komplett den Scheiß. Aber ja, es ist einfach insgesamt cleaner geworden. Mein Tipp jetzt also an dich, falls du dich fragst, soll ich jetzt Follow Recoil ausmachen? Ich habe selbst an. Wenn du die Sprays so mittelprächtig hinbekommst und du von dir selbst behauptest, ja, ich kann die Pattern eigentlich ganz gut, also ich hab's so ungefähr im Feeling, dann mach Follow Recoil ruhig mal aus, spiel mal ein paar Wochen ohne und guck, ob sich deine Sprays dann komplett verschlechtern oder ob du dieses gute Feeling halten kannst, dieses ich weiß, wohin ich schieße, weil ich es gewohnt bin, ich weiß, wohin die Waffe sprayt. Einen Punkt habe ich übrigens noch vergessen, also eigentlich den dritten, aber der ist, glaube ich, relativ klein, aber es ist ein reiner Negativpunkt. Es ist im besten Fall so, dass du wenig ablenkende Dinge im Bild hast, auf die sich deine Augen irgendwie fokussieren müssen oder von denen du abgelenkt werden kannst. Und Follow Recoil kann eben auch in dem Fall ablenken, weil du halt nicht auf den Feind guckst, sondern du guckst, wohin dein Fadenkreuz geht und dann halt rumdödelst und nicht genau achtest, wohin du wirklich gerade schießt. Du siehst auch nicht, ob Blut spritzt am Gegner oder sowas. Also es kann passieren im schlimmsten Fall, dass du so fokussiert oder verzaubert bist von deinem Fadenkreuz, dass du halt einfach noch hinzukommt, weniger Fokus hast. Der Punkt wurde auch genannt, den habe ich jetzt vergessen vorhin noch einzufügen, weil die anderen 2 Punkte aus meiner Sicht größer sind. Aber natürlich ist es auch einfach eine zusätzliche Ablenkung. Keiner von uns würde es gefallen, wenn generell irgendwo im Spiel einfach noch was blinken würde. Einfach so nebenbei. So, bup, bup. Man sorgt also mit der Follow Recoil Abschaltung auch für weniger optische Ablenkung. Ja, und das war's auch schon. Ich dachte mir, das ist perfekt, wenn ich diese Follow Recoil Triple Serie jetzt abschließe mit diesem Video und sage, dass ich jetzt halt alles wieder ausgemacht habe und warum ich es ausgemacht habe. Falls ihr selbst mal mit Follow Recoil gespielt habt oder aktuell auch noch damit spielt, würde es mich sehr interessieren, wie es sich für euch aktuell anfühlt. Ist es noch gut oder ist es nicht mehr gut oder ja, wie läuft's?
Haut es in die Kommentare, die ganze Sache ist natürlich auch wieder mit einem Giveaway verbunden. Wir lösen aber zuerst noch geschwind ein Giveaway auf. Es gab für euch eine Star Trek Pidu Fidi Verdigris zu snacken. Und in dem Video ging es unter anderem um Updates von den Volvos an sich zu Counter-Strike und auch anderen Spielen. Und ich hatte euch da gefragt, ob ihr glaubt, dass die Operation, ja, dieses Jahr noch kommt oder eben nicht. Vielen Dank für 130 Kommentare. Übrigens, diese Woche Freitag wird Counter-Strike ja dann ein Jahr alt, also CS2. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Da kommt was. Hab was gehört. Erhard Style. Ich hoffe, du hast zufällig von übermorgen gesprochen, und zwar von Freitag, dem 27.09. Erhard, du hast somit diese Pitufidi gewonnen. Bitte einmal hier melden, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast, und dein Trade-Link hier in deine Kanalinfo reinhauen. Und für die Blau-Fans hauen wir heute die Dual Berettas Kobalt Quarz heraus. An dem Giveaway nimmt man automatisch teil, wenn man sich am Gespräch beteiligt. Also Follow Recoil, benutzt du es, ja oder nein, wie findest du es oder wie fandest du es und so weiter und so fort. Gut, dann sehen wir uns diese Woche leider erst wieder am Freitag, nicht am Donnerstag. Ich bin morgen leider nicht live. Ich bin morgen geschäftlich, wobei es eigentlich eine Feier ist, bei Holy unterwegs, und ja, da wird halt ein bisschen gefeiert mit den Partnern und Creatern und so weiter und so fort. Deswegen ist morgen kein Livestream, erst wieder am Freitag. Vergesst aber trotzdem das aktuelle Desert Eagle Fennec Fox Giveaway auf Twitch nicht. Ihr habt dafür noch 2,5 Wochen Zeit. Jeder Neue kann mit rankommen, Bubble Dollar sammeln, einfach durchs Zuschauen im Stream und hier mitmachen. Ich werde noch mindestens ein, aber eher zwei Ersatzstreams machen, weil ja morgen am Donnerstag der Streamerich ausfällt. Ich denke, die Ersatz-Livestreams werde ich dann nächste Woche machen. Also Montag, Mittwoch oder dann am Wochenende. Mal schauen. Aber die Info dazu haue ich noch raus. Vielen lieben Dank für eure Kommentare, für die Likes und natürlich fürs Zuschauen. Willkommen an alle neuen Abonnenten. Schön, dass ihr da seid. Ich ziehe dann durch. Danke für alles. Haut rein und bis dann. Ciao, ciao. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.